Herr Steff hat sich noch gemeldet, er wollte gerne was sagen, Angst und wie sie uns am Umdenken hindert. Hallo, mein Name ist Stefan und ich stehe für Frieden. Und ich möchte heute einen Vortrag halten über das Thema Angst, weil ich bin überzeugt davon, dass Angst uns am Umdenken hindert. Angst ist ein Grundgefühl, das jeder von uns hat. Der eine hat Angst vor Hunden, der andere vor Katzen, der nächste hat Angst, allein durchs Dunkeln zu gehen. Und die meisten von uns konfrontieren sich selten mit seiner Angst. Die meisten haben Angst, ihre Angst einzugestehen. Angst ist ein Selbsterhaltungstrieb, den jeder von uns hat. Schließlich wollen wir auch morgen gesund aufwachen. Aber Angst ist eine Sache, die lässt sich lernen und die lässt sich verlernen. Das sieht man schon im Kindesalter. Wenn ein kleines Kind eine Kerze anfasst, lernt es, dass sie heiß ist und man sich verbrennen kann. Aber mit der Zeit lernt ein Kind auch, dass man mit Feuer umgehen kann und dann noch Essen zubereiten kann und man nicht zwangsläufig sich permanent davor fürchten muss. Kinder können auch Angst einfach ausblenden, wenn ihnen etwas wichtig ist, wenn sie etwas unbedingt haben wollen oder wenn sie sich beweisen wollen, wie zum Beispiel, wenn sie das erste Mal vom 10-Meter-Turm springen. Viele von uns haben, glaube ich, dieses Gefühl so ein bisschen verloren. Viele von uns haben sich so in eine Zelle eingeschlossen und versuchen sozusagen dort ihr eigenes tristes Leben zu führen. Es gibt zwei Angstzustände. Der eine Angstzustand ist, man hat zu wenig Angst. Man hat so wenig Angst, dass man denkt, jeder Konflikt auf der Welt betrifft mich eigentlich nicht. Jeder Konflikt auf der Welt kann mich gar nicht affektieren, weil er ist ja weit weg. Was hat irgendein Konflikt im Gazastreifen oder in der Ukraine mit mir zu tun? Warum sollte ich mich darum scheren? Das ist ein Angstzustand, in dem wir uns denken, dass wir gar nicht handeln müssen. Es betrifft uns ja nicht. Und dann gibt es einen zweiten Angstzustand, der ist genauso schlimm. Und das ist der Zustand, wenn Angst uns lähmt. Wenn wir vor uns selbst stehen und sagen, ich kann doch eh nichts unternehmen. Ich bin nur ein einzelner Mensch und bin nicht in der Lage, das Weltgeschehen zu beeinflussen. Aber wenn ich mich hier so umsehe, dann denke ich mal, ich bin nicht alleine, sondern wir sind viele. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, anderen Menschen die Hand reichen und zeigen, dass sie ihre Angst besiegen können. Dass sie in der Lage sind, über ihren Schatten zu springen und endlich was zu unternehmen. Und sei es nur, sich hier hinzusetzen und einfach mal 10 Minuten lang zuzuhören und sich vor Augen zu führen, dass in dieser Welt nicht alles gut läuft. Die letzte Angst, die uns lähmt, das ist die Angst vor sozialer Ausgrenzung. Die Angst davor, dass wir Freunde verlieren. Dass Familienmitglieder uns vielleicht auslachen auf der nächsten Familienfeier und uns sagen, was erzählst du eigentlich für einen Scheiß. Dass unser Arbeitgeber uns im Internet sieht und eigentlich nicht mehr mit uns zu tun haben möchte und uns am liebsten kündigen möchte. Diese Angst hemmt uns, aktiv zu werden. Aber wenn ich ehrlich sein soll, wenn ein Freund zu mir ankommt und mir sagt, das, was du vertrittst, ist schlecht. Wie kann er ein Freund sein? Ich stehe für Frieden ein. Soll er sich was schämen? Echte Freunde stehen hinter einem. Genauso wie die Familie. Und wenn ein Arbeitgeber einen schlecht redet, weil man für Frieden eintritt, dann würde ich mich ernsthaft fragen, für wen arbeitet man eigentlich? Auch Menschen, die Kriegstreiber sind, haben Angst. Das Dämliche ist nur, sie stehen nicht an vorderster Front, weil hätten sie noch mehr Angst. Diese Leute haben Angst, ihren Status zu verlieren, ihr Machtmonopol, ihre Lebensqualität. Aber die ist schon so hoch, ich denke, keiner von uns kommt hier daran. Unsere Angst ist doch viel essentieller. Unsere Angst ist doch, dass es morgen uns gut geht, dass wir morgen unsere Mutter anrufen können und sagen können, Mama, ich hab dich lieb. Und dass sie rangeht und sagt, mir geht's gut. Das ist doch viel wichtiger. Und ganz ernsthaft, welcher Politiker schickt seine eigenen Kinder an die Front? Das macht keiner. Die meisten Politiker sitzen doch nur am Schreibtisch und überlegen sich, was die optimale Lösung ist. Völlig unabhängig davon, wie viele Menschenleben dafür draufgehen könnten. Ich sage, es kann niemals schlecht sein, sich für Frieden einzusetzen. Niemals. Das ist das oberste Ziel, was man eigentlich als Mensch haben sollte. Und ich finde es peinlich, wenn irgendwer mir gegenübersteht
und behauptet, man könnte mit Gewalt auch genug lösen. Die meisten Menschen, die in Angst leben, haben wahrscheinlich die Befürchtung, sie wachen irgendwann auf und stellen fest, sie haben die letzten 20 Jahre in einem System gelebt, das sie eigentlich nur ausgeraubt hat. Deswegen wollen sie auch nicht umdenken. Deswegen lesen sie am liebsten die ganzen Mainstream-Zeitungen und fressen das Ganze wie Pferde ihr Stroh. Sie haben kein Interesse, einfach mal umzudenken und zu sagen, alles klar, ich informiere mich jetzt richtig. Ich gehe mal in die Tiefe, ich hinterfrage Prozesse, die in Wirtschaft, Politik oder auch in der Gesellschaft vonstatten gehen. Stattdessen nehmen sie das Ganze einfach für bare Münze, wie es ist, machen am liebsten Urlaub auf Mallorca und freuen sich, wenn das Geld reicht, um Ende des Monats sich noch neue Schuhe zu kaufen. Und diese Menschen, die müssen wir in die Hand nehmen. Zu diesen Menschen müssen wir hingehen und diesen Menschen müssen wir sagen, komm, ich zeig dir, es geht auch anders. Als Abschluss möchte ich gerne einen großen Mann zitieren, Gandhi. Er hat nämlich mal gesagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Die bin ich jetzt. Mein Name ist Stefan, ich stehe für Frieden. Danke, Stefan. Ja, mit der Angst, das ist schon so eine Sache. Und ich denke mal, wir müssen einfach über diese Angst zu stehen. Und wer hier mehr verbunden ist oder verbunden ist mit der Mahnwache, der kennt das. Antisemitismus, was uns vorgeworfen wird, oder Neurechts und was da alles für neue Begriffe sogar für uns erfunden werden. Und darüber zu stehen. Mittlerweile stehe ich auch drüber. Ich weiß also, die ersten Artikel, die ich gelesen habe, die ersten Spiegelsendungen, die haben mich doch schon sehr aufgeregt. Aber inzwischen kann ich drüber stehen. Und ich denke mal, das ist einfach wichtig, dass man diese Angst verliert und nach vorne geht. Ich hatte heute auch mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, ich habe mit ein paar Bekannten gesprochen, aber die glauben, das ist irgendwas, das sind Rechte und so weiter. Ja, dann überzeugt sie durch euch. Und wenn sie euch kennen, dann müssen sie wissen, wenn ihr nicht recht seid, dann geht ihr auch nirgendwo hin, wo was Rechtes abläuft.